Das Motorengeheul am Namco Bandai Stand hier auf der Gamescom ist kaum zu überhören. Denn hier wird F1 2012 gezeigt und das Ganze ist hier auch in entsprechenden Rennsitzen ganz stilecht anspielbar. Ja, mit F1 verhält es sich ja so ein bisschen wie FIFA und Pro Evolution Soccer. Da wird jedes Jahr ein bisschen Feintuning betrieben. Das Grundgerüst, das technische Grundgerüst und das spielerische Grundgerüst existiert ja und funktioniert sehr gut. Auch dieses Jahr sind wieder alle Lizenzen an Bord. Es gibt ein paar neue Modi, wie zum Beispiel einen Modus, in dem man bestimmte F1-Weltmeister der Neuzeit herausfordern muss und besiegen muss. Außerdem den sogenannten Young Drivers Test, wo man so ein bisschen in die Grundstruktur und die, ja, und das fahrerische Können in der Formel 1 eingeführt wird. Technisch sieht das Ganze auch sehr gut aus. Ich bin so ein bisschen angetan, mal wieder von der Cockpit-Perspektive. Die spielt sich wirklich sehr, sehr intensiv. Ja, und alles drumherum, die Rennen, die Qualifyings, wird natürlich alles von F1 2012 abgedeckt. Formel 1-Fans müssen auch nicht mehr allzu lange warten, denn in einem Monat wird das Ding schon in den Läden stehen.